bin schon wirklich beim Sex in Memory, aber bleib mir mit der Sache. Ich bilanziere. Das wäre noch ein ganz anderes Thema. Schlafst du eigentlich mit Socken? Jetzt wird langsam ein bisschen unverschämt. Nein, einschlafen, nicht beischlafen. Beides, das ist doch mega intim. Was? Kannst du sagen, nicht mit Socken schlafst oder nicht? Nein, ich schlafe ohne Socken. Ja, ich bis jetzt auch. Aber es gibt im Fall wissenschaftlich eigentlich sehr gute Gründe, warum man mit Socken einschlafen sollte. Weil im Durchschnitt könnte man bis zu 15 Minuten besser einschlafen mit Socken. Okay, wow. Also das heisst, die Körpertemperatur hat einen Einfluss auf unsere Schlafqualität. Ganz genau. Holländische Forscherinnen und Forscher haben das untersucht und haben herausgefunden, dass unser Schlaf-Wach-Rhythmus und Körpertemperatur eng miteinander verknüpft sind. Und kennst du das wahrscheinlich auch, am Morgen, wenn du aufstehst, dann bist du eher noch so ein bisschen kälteempfindlich und der Körper ist kühl und im Laufe des Tages kommt er dann auf Temperatur. Und da ist es beim Einschlafen dann eben auch wichtig, dass der Körper eine gute Temperatur hat, dass die Haut eine gute Temperatur hat. Und entsprechend sind Socken, gerade wenn man sehr kalte Füße hat, eine gute Lösung, um besser einschlafen. Okay, gut, das würde ich mir merken für kalte Winterübungen. Aber hey, wo wir es doch davon haben, hat es nicht einmal die Studie gegeben von wahrscheinlich weissen Socken tragenden Männern, die behauptet hat, dass Frauen eher zu einem Orgasmus kommen, wenn sie Socken anhaben? Oder ist das ja, so eine doch, das Urban ist eine Studie. Legend? Nein, das ist eine Studie, die seit Jahren immer wieder zitiert wird in diesem Zusammenhang. Und es gibt tatsächlich diese Studie, die ist vor 15 Jahren gemacht worden, auch von holländischen Forschenden. Und die haben dort Männer und Frauen in ein Emery reingetan und das Ziel war, dass sie dort einen Orgasmus haben. Und dann haben sie im Hirn geschaut, was passiert beim Orgasmus und haben bei dieser Studie herausgefunden, dass insbesondere bei Frauen im Hirn sehr gut ablesbar ist, ob es einen Orgasmus vortäuscht oder nicht. Okay, also es ist um den Orgasmus gegangen. Es ist um einen Orgasmus, genau. Nicht um oder was hat jetzt das mit den Socken zu tun? BBC ist dann auf die Geschichte aufgesprungen, hat einen von diesen Forschenden eingeladen für ein Interview und dort ist es dann ein bisschen darum gegangen, um das ganze Setting. Und unter anderem hat der Forscher dort gesagt, dass sie festgestellt haben, dass gerade wenn die Frauen ein bisschen gefroren haben und in diesen Emery-Räumen ist es immer sehr kalt, dass es dann schwieriger war, zum Höhepunkt zu kommen. Und dass man das einfach ein bisschen besser machen konnte, indem man den Frauen vor allem Socken angelegt hat. Okay. Und nachher hat es natürlich angefangen. Und irgendwann ist dann der Konnex gemacht worden, Frauen, die Socken anhaben, kommen besser zum Orgasmus. Ja. Dann ist noch die seriöse Studie dazu erzählt worden. Die Studie hat ja überhaupt nichts mit den Socken zu tun gehabt, aber so ist dann das nachher entstanden, dass Socken beim Sex schneller zum Orgasmus führen, ist nichts dran. Okay, du musst das also, nicht ich bin schon wirklich beim Sex in Memory, aber bleib mir bei der Sache. Ich bilanziere, das wäre noch ein ganz anderes Thema. Socken helfen beim Einschlafen, nicht aber nachweislich, dass man es jeder selber herausfindet beim Einschlafen. Das wissen wir leider nicht. Sehr schön gesagt. Und du leihst jetzt Socken an oder nicht in Zukunft? Ich schenke dir Socken auf die Weihnachten. Das habe ich selber gehört. Selber mit dir. Vielleicht. Gut, die haben dann egal, so viele Löcher, dass ich sicher keine warmen Füße bekomme. Aber lassen wir das. Ja, und wie ist das bei euch? Sind ihr Team Socke oder Team Barfuß, wenn es ums Schlafen geht? Schreibt es unten in den Kommentaren. Und ob euch Helene Fischer Musik besser hilft als Hörbücher beim Einschlafen, das seht ihr da. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann lasst uns doch ein Like da oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.